So Leute, willkommen zurück bei TNT Gaming. Ich bin's Thomas, wie immer. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns den Bossgegner jetzt an. Wir wollen ja das Auge, um die Tür zu öffnen. Jetzt müssen wir allerdings mal schauen. Wir müssen uns jetzt ein bisschen aufrüsten. Quasi. Müssen wir uns unbedingt ein wenig erleichtern, um Platz zu schaffen. Weil ich nehme für den Gegner echt gerne einen Raketenwerfer mit. Der ist zwar teuer, aber ich muss jetzt mal kurz gucken, wie viel Platz der braucht. Der passt genau hier oben hin. Okay. Gut, dann müssen wir jetzt ein bisschen was verkaufen. Sturmgewehr, Munition auf jeden Fall. Die brauchen wir jetzt am wenigsten. Und deswegen geben wir da jetzt ein bisschen was davon ab. Pistolenmunition. Geben wir auch 50 ab. Das ist wieder ein Pack Platz. Die Blindgranaten müssen jetzt dran glauben. Ah, ich weiß nicht. Haben wir noch was? Das ist echt beschissen. Einmal den Leben weg. Mal gucken, ob das schon reicht. Das ist aber eine freudige Nachricht. Okay. Na, sowas im Inventar zu haben, sieht doch mal nett aus. Okay. Jetzt haben wir die ganzen... den Inventar umgeräumt. Wir speichern jetzt nochmal. Ich habe jetzt für den Bossgegner einen extra Speicherstand da unten gemacht. Falls wir sterben, dass wir nicht nochmal alles machen müssen mit dem umgebauten Inventar. Das wäre nicht so toll. Und ja, wir mal schauen jetzt. Geht auf jeden Fall rund. Erst in Bobs und dann, naja, egal. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Ja, der hat auch schon ein schlechtes Gefühl. Sonst hätte er die Klinge nicht weggeschickt. Und wieder eine Kehle packte. Bam! Das hat bestimmt gut wehgetan, ey. Ey, übertreibt immer gleich.
So, bitte ausweichen. Hasta luego. Tja, wenn es nur so einfach wäre. Vor allem, was ein hässliches Vieh. Mal gucken, ob das jetzt alles gleich beim ersten Mal klappt hier. Ah, immer drauf halten. Ja. Was ein Lutscher. Er zieht mir echt fast das ganze Leben. Er ist nicht ganz glatt, der Typ. Der hat sie doch nicht mehr alle. Eine Granate auf den Wand klatschen hier. Und theoretisch müsste das Fass unten mit hochgehen. Macht auch nochmal Schaden. Noch eine Granate. Oh, oh. Ja, er dreht wieder durch. Er will es aber auch wissen, der Typ, gell? Schaut mal, noch eine Granate. Das ist sehr schön. Sehr schön, das ist das, was ich wollte. Der Typ hat zwei Phasen quasi. Das war die erste. Jetzt wird spannend. Jetzt müssen wir nämlich mit dem Raketenwerfer treffen. Und wir haben nur einen Schuss. Wenn wir daneben schießen, haben wir 30.000 verschwendet. Und sah jetzt zwar alles nicht ganz so toll aus, aber wir haben ihn. Und da ist übrigens auch das Auge, was wir brauchen, um die Tür oben zu öffnen. Moment, da war noch was Gelbes. Das legen wir da gleich mit drauf. So. Schon mal die Hälfte. Was heißt die Hälfte? Zwei Drittel vom kompletten Leben. Es geht bergauf, würde ich sagen. Vergesst nicht, eine Waffe auszuwählen. Da der Raketenwerfer benutzt ist. Jetzt sammeln wir hier alles ein. Das könnte man natürlich auch im Kampf bzw. währenddessen machen. Ja, ich mache das immer danach. Erst umrosen und dann alles einsammeln. Haben wir auch einen Ausgang. Und wir haben das Geld für den Raketenwerfer wieder rausgespielt. Mehr oder weniger. Wie gesagt, ihr könnt die zwei Phasen auch mit den normalen Waffen durchspielen, aber ihr habt ja gesehen, was die erste Phase allein gebraucht hat. Drei Handgranaten, 100 Schuss von der TMP. Ich glaube sogar ein bisschen mehr. Der hält schon einiges aus. Und wenn ihr da beide Phasen so spielen wollt, könnt ihr machen. Würde ich jetzt allerdings nicht empfehlen. Ich spiele das immer so. Es ist einfach angenehmer.
So, dann gehen wir mal gucken, ob das mit dem Auge da oben an dem Tor funktioniert. Mal allerdings einiges zurücklaufen. Jetzt ist es ein bisschen nervig. Aber da kommen wir leider nicht umhin. Aber wie gesagt, die Fahrt bergauf, die geht schnell. So. Verwenden. Na, also. Ihr müsst jetzt unbedingt auf das Auto schießen, was da angefahren kommt. So, bis der Motor da einmal explodiert ist. Ich schieße aber noch ein bisschen drauf. Ich bin jetzt auch gar nicht mehr sicher. Aber eigentlich sollte das reichen, genau. Dass ihr einen Unfall baut. Wenn ihr den nicht anschießt, dann überfährt er euch einfach. Und das war's. So. Hier gibt es jetzt Geld dafür, dass wir das Auto im Prinzip platt gemacht haben. Sobald ihr das Geld genommen habt, kommen hinten aus dem Tor, wo wir gerade durchgelaufen sind, neue Gegner. Deswegen lauft erstmal ein Stückchen. Die sind dann auch gleich direkt hinter euch. Immer erstmal schön auf die Beine, dass sie auf die Schnauze fallen. Und dann einmal richtig. Ich auch. Es ist so übertrieben, was diese Teile aushalten, die da oben auf den Schädeln drauf sind. Aber okay. Weißt, wir kriegen gut Munition raus, das ist in Ordnung. Von drei Typen 130 Schuss für die TMP, da kann man nicht meckern. Das, was ihr hier von der Burg seht, ich darf euch sagen, es ist nur ein kleiner Teil von der Burg. Ein sehr kleiner Teil. Das ist ein riesiges Anwesen. Und wir werden uns das jetzt zwangsweise mal anschauen. So, jetzt muss sogar Ashley mal was machen. Ach, wie ärgerlich. So, somit wäre das Kapitel 2.3 abgeschlossen. Und beim nächsten Let's Play starten wir mit Kapitel 3.1, wie es rechts oben vorgeschrieben ist. Also bis dahin, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal.